Also, for real, ich hasse Rätsel, ne? Ich kann's nicht. Ich kann einfach keine Rätsel so. Also, ja, ich stelle mich gerade gar nicht mal so doof an, ja, aber. Oh, leck mich weg. Entschuldigung. Wenn ich Haustiere haben möchte, Melvik, dann möchte ich Haustier. Punkt. Okay. Ich habe ab und zu mal so einen hellen Moment, ne? Das war's dann halt aber auch schon, ne? So, dann haben wir hier die Truhe. Und dann können wir, glaube ich, hier vorne den. Den Dingenskirchen machen. Achso, vielleicht sollte ich auch meine Axt mitnehmen. Das wäre schlau wie schlau. Mein Gott, dann macht das plötzlich immer alles Sinn, ne? Aber irgendwie bin ich halt auch immer erstmal komplett lost einfach. Oh, und dann fühle ich mich immer so oh, ja, natürlich. Okay, Nachtmare. Oh. Excuse me, pupst mich nicht an! Dankeschön. Erledigt! Das kann Pups, das können Pupse ausrichten. Marc, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Dankeschön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Noch ein Nachbar! Von links! Hallo, excuse me. Can you please stop doing the... Lol. Bronzestufe abgeschlossen. Nice. Sehr, sehr schön. Oh, hoppala, da ist noch einer. Sohn, kümmere dich mal bitte. Dankeschön. Sehr schön. Ich darf da nur nicht hingehen und draufballern. Das wäre mein Tod, glaube ich. Geist. Das ist das größte Hafufer, das ich je gesehen habe. Es hat nicht nur Schmerzen. Es versucht zu singen. Das ist das Lied der Sande. Normalerweise singen sie... Ich singe auch immer, wenn ich Schmerzen habe. Wir haben nur Schmerzen und nebenbei jodel ich meistens so ein bisschen. Und dann cringe ich vor mir selber, weil ich bei Jodeln immer cringen muss irgendwie. Um Gottes Willen. Oh, Chat, ich hätte gerade richtig Bock. Ich hole mir das jetzt. Ich hole mir jetzt ein Knäckebrot mit Schoki. Geil. Unter der Erde nicht so. Hat das den Sturm verursacht? Ja. Der Stocksubstanz nach, die es bedeckt, sitzt es hier schon viele Winter fest. Keine Sorge, Lunch. Wir holen dich raus. Was ist das für ein Name? Naja, das letzte Krakending hieß Tiner, also... Auweia. Ich weiß ja jeden Versuch von Humor zu schätzen. Aber das ist wirklich ein furchtbares Wortspiel. Wahrlich beschämend. Na gut. Mach das, Melvik. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und erhol dich gut für morgen. Beziehungsweise für heute. Judy, das heißt, wir müssen jetzt... Wir müssen die Steine da wegschaffen. Für einen besseren Winkel. Ach, Chat ist immer artig. Das passt schon. Okay, das hat gar nicht mal so gut funktioniert wie geplant. Aber sieht das Teil nicht auch ultra geil aus?
Jetzt kann es sich bewegen, aber es kommt nicht raus. Die meiste Stocksubstanz ist weg. Wir sollten es jetzt befreien können. Kiste. Warum halten Sie es hier fest? Hafgufers graben gern. Unsere Dunkelalp-Freunde trifft also vielleicht nicht die ganze Schuld. Aber es steckt in ihrem Stock fest. Die Stocksubstanz gehört den Dunkelalpen genauso wenig, wie das Licht den Lichtalpen gehört. Sie ist nur ein weiterer von Alfheims natürlichen Rohstoffen und wird seit Urzeiten von den Alben genutzt. Loot ist richtig und wichtig. Den Stock auf ihrer Seite. Muss die Axt hin? Ziehen die Dunkelalben hier im Ödland großen Nutzen aus ihm. Da. Also, wenn wir diesen Stock räumen, schaden wir den Dunkelalben? Soll die Kreatur hier gefangen bleiben? Nein. Dann befreien wir sie. Ich glaube, Atreus ist einfach voll in der Pubertät angekommen. Ja, nein, vielleicht weiß ich jetzt aber auch nicht. Und irgendwie, verstehe ich nicht. Genau. So. Hier. Na, ja, nein, vielleicht abbrechen. Ja, exakt so. Und weiß ich nicht. Oder das kurz zu Ende. Ich glaube, ich habe eine ziemlich geile Kombi gemacht. Gibt tatsächlich so Sesam Sea Salt Rounds von Vasa. Und da habe ich gerade so eine Schokocreme drauf geknallt von Vegans. Alter, geil. Okay. Oh! Aber dann müsste das Getier ja jetzt irgendwo hier sein, ne? Da. Es dürfte ja eigentlich gar nicht so weit weg sein. Wir müssen jetzt erst das Getier machen und dann die Wurfs. Oder irre ich mich gerade komplett? Tudu kompletti. Hä? Achso, ich könnte auch einfach... Ja, reden wir nicht drüber. Wir könnten auch einfach nach... Nach Dingenskirchen gehen. Nach dem, Achso, ich hätte auch einfach meine Wuffs nehmen. Oh Mann, ey. Können wir bitte kurz darüber sprechen, dass das irgendwie... Ich jogg so gerne. Alter, dieser Kompass, ne? Das ist die Stelle. Hier können wir das Hafgufer losmachen. Toll. Ja, okay. Oh, ich liebe es, wenn ein Ding vereist. Oh. Es fliegt. Wow! Natürlich fliegt es. Look at this beautiful! Oha! Das klingt jetzt viel glücklicher. Und hey, der Sturm ist weg. Ja, vielleicht schenken uns unsere Dunkelalp-Freunde jetzt doch mal etwas Wohlwollen. Hör mal, Vater. Danke, dass du uns hergebracht hast. Aber du musst sowas nicht machen, nur um mich von Ragnarök abzulenken. Ja? Das war keine Ablenkung. Das war wunderschön! Wirklich hier. Hast du je daran gedacht? Er will einfach nur Zeit mit dir verbringen, solange er noch kann.
Wirklich? Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Doch wenn Ragnarök näher rückt, will ich unsere restliche Zeit genießen. Oh, guckt mal, wie süß er ist. Ich bin sprachlos. Danke, dass du uns hergebracht hast. Ich bin froh darüber. Ich ebenfalls. Du nervst zwar, Kleiner, aber... Ja. Ei, mag ich dich schon ein bisschen, ne? So. Oh, das war gerade voll schön, die Quali. Oh, guck mal, das ist jetzt die ganze Zeit unterwegs. Oha. Ich weiß, dass ich ganz verstehe. In der Ragnarök-Prophezeiung, die Odin kennt, werden alle, ja, auch Asgard zerstört. In der Version, die Thor verschwiegen... Die Bims 1 Rabenzerstörer, Chat. Ah, geil. Warte mal, kann ich ja bald meine... Ja, ist ja gut jetzt. Wir machen später weiter. Linke Seite! Hinter dir, pass auf! Ich lieb's, Menschen einfach Sachen in den Kopf zu werfen. Aua. Hoppala. Okay, ciao. Okay, das war nicht so klug. Ich geb's zu. Okay, ich brauch Leben. Hallo, Entschuldigung. Eben braucht mal ganz kurz hier. Also ich brauch mal kurz ein bisschen Abstand zu dir. Unsere Beziehung fühlt sich nicht mehr so frisch an. Oh, aua. Hallo. Excuse me. Aua, hoppala, der hat gerade ein bisschen aber gezwiebelt so, ne? Also Entschuldigung, das ist nicht nett von dir. Das war nicht nett von ihm. Dankeschön an denjenigen, der Holy gekauft hat. Vielen Dank. Das ist schön. Vielen Dank dafür. Es sind 3 Leute heute gewesen. 3 Leute, die sich gesagt haben, scheinbar, puh, fühle ich. Okay. Armer Kratos. Ja, da sind ein paar Kratzer, ne? Puh, also. Wenn das Kratos, umhauen würde, dann wäre es ja schon ein bisschen sad auf jeden Fall. Mein Gott, hör auf jetzt hier. Hör mal. Mein Gott. Okay. Hoppala. Oh nein! Ich dachte gerade, ich hätte Rage ready. Ich dachte gerade, weil wir vorhin Rage hatten und dann dachte ich gerade, ich hätte Rage ready. Okay, never mind. Okay. Aber ich bin so raus schon wieder aus dem ganzen Bims hier, ne? Oh Mann. Ich habe meine eine Attacke habe ich so ein bisschen verbockt.
Okay. Die ist actually ziemlich nice. Rechte Seite. Okay, aua! Hallo, Entschuldigung. Hinter dir, pass auf! Aber die sind schon ein bisschen doll, ne? Also ein bisschen ist er ja schon. Ich weiß halt nicht, mit was man so genau. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Okay, 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 okay. Hier ist dunkel, hier ist dunkel, hier ist dunkel. Hallo, Entschuldigung, das ist nicht in Ordnung. Hallo, aua, okay. Ja, 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 okay, geh, geh, geh. Nein, 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 ich kann gerade ganz schlecht. Es ist gerade nicht gut. So. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder ein bisschen und dann kommen wir wieder ein bisschen runter. Entschuldigung. Das ist nicht okay. Noch ein Gegner. Hat der Leben fallen gelassen? Ja, 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 ja. Hinter dir. Okay. Ja, 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 prügel dich bitte mit meinem bösen Ich. Jetzt aber. In dein Gesicht. Oh, er sieht aber auch ein bisschen eklig aus, ne? Ich soll irgendwie nicht so. Ja, er ist ja ein Dunkelalb, ne? Also. Oh, da war aber nicht so nett. Also, das fand ich jetzt schon ein bisschen doll. Also, Entschuldigung, so drei davon brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nun. Kratos, der Mann der vielen Wörter. Oh. Wunderbar. Einfach wunderbar. So. Mimir, mach mal. Obgleich er nun als militärischer Außenposten dient, lässt die Architektur des Turmes darauf schließen, dass er vor der Trennung von Licht und Dunkel einen anderen Zweck erfüllte. In den Archiven konnte ich nichts darüber finden, was alles in allem nicht ungewöhnlich ist, da viele der Texte über Generationen hinweg zensiert wurden. Aber die Tatsache, dass gar keine Informationen vorliegen, ist an sich schon vielsagend. Welch frevlerische Zeremonien wurden hier abgehalten, die für unseren aktuellen Status quo so schädlich sind, dass die Bibliothekare alle Texte, die den wahren Zweck dieses Turmes beschrieben, vernichtet haben? Ich komme nicht umhin zu vermuten, dass die Antwort der Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden ist. Das Konsulat. Wow. Ja, die prügeln sich ja jetzt mittlerweile relativ lange, ne? Also wir haben ja das letzte Mal hier schon versucht, so ein bisschen... Ja, wir haben nicht Frieden gestiftet, wir haben mehr oder weniger einfach ein bisschen Chaos gestiftet auch. Eine Skizze für ein Schwertheft. Vielleicht sollten wir sie einem... Oh. Zwerg zeigen. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, könnten sie Sindri zeigen, der ist ja da drüben auch unterwegs. Okay, und ich krieg hier, ich werde momentan haufenweise Rüstung und Co. zugeschissen. Das ist auch sehr interessant, tatsächlich. Chet, seid ihr noch da? Und seid ihr noch, also ich bin sowieso da. Aber seid ihr noch an meiner Seite? So. Und was gibt's bei euch zu Abend? Ich bin momentan hin und her gerissen. Ich habe gerade Ananas in meinem Kühlschrank gefunden. Oh, geil. Oh, look at this. Oh, ich bin so verliebt in diese Qualle, ne? Die ist wirklich wunderschön. I can't. Ich bin wirklich ein bisschen verliebt in das Quali. Ich finde die sehr, 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 sehr schön tatsächlich. Tut mir leid.
Ich hab's Mittag gegessen, deswegen gibt es bei mir nichts zum Abendessen. Oha, okay. Oh, machst du das immer so? Ich muss Steve nach seinen Reisen in die Länder jenseits der Meere fragen. Du willst die Welt bereisen? Ich weiß nicht. Vielleicht neue Orte sehen. Mehr herausfinden. Über mich selbst. Oh, Rados ist immer so. Rados hat immer so viele. Was gab's bei dir Schönes, Maxo? Rados hat immer so viele Worte übrig für Pläne von seinem Sohn. Das ist wunderbar. So kindliche Entwicklung ist am Start auf jeden Fall. Ich frage mich halt nur immer, ob Kratos weiß, dass mehrere God of War Azteken confirmed. Oh Gott. Vielleicht spielt man dann einfach. Ich glaube halt, ich weiß halt nicht, ob Kratos selber nochmal in ein Game reinkommt. Das weiß man halt nicht so. Ich fände es super interessant, wenn man halt mit seinem Sohnemann weitermacht. So. Der ist dann jetzt zwar nicht God of War, aber vielleicht könnte man ihn ja auch God of Nervigkeit nennen. Nur so ein leichter Spielvorschlag von mir. Blup. Muss ich jetzt wahrlich können? Das wäre cool. Hä, wie komme ich denn da rein? Bin ich doof? Hä? Um Gottes Willen. Da oben ist so ein Ding zum Zerlegen. Dein Bruder namens Hugo, um Gottes Willen. Puh, du begibst dich gerade auf sehr dünnes Eis, Maxon. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das könnte ein paar Leute sehr sauer machen. Penny. Da komme ich nicht hoch. Hä, wie komme ich denn hier hoch? Mami, bin ich so schlecht gerade? Ich glaube, dann wäre gerade aus Zigaretten holen. Ich glaube, der wäre nicht nur einmal Zigaretten holen, du. Also, ich glaube, Kratos kann viel ab, ne? Aber ich glaube, irgendwo hört es auf tatsächlich bei ihm. Nun. Sehr lange. Sehr lange ist nicht mal ein Ausdruck dafür wahrscheinlich. Warte mal, jetzt soll ich da oben irgendwie dieses Feuerbums anmachen, oder was? Ah, da ist ein Dingsi-Bumsi dazwischen. Aha, okay. Look at this. Hallo Kevin, einen wunderschönen guten Abend. Was geht? Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass du noch reinschaust, du Spedi. Gucken Sie mal. Look at this, ein wunderschöner Apfel. Wo sind die Wuffis? Da sind die Wuffis. Let's go! Mimir, du sagtest, Seelen haben vier Teile. Ist das, kann ein Teil seiner Seele verlieren, aber nicht die ganze? Ja. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Verlierst du eins davon, leidet das gesamte Wesen. Aber manchmal reicht Glück allein auch aus. Frag deinen Vater. Mein Erfolg hat nichts mit Glück zu tun. Ah, das Motto der ewig Glücklichen. Noch ein Vögelchen. Ich war von Anfang an dabei. Ich habe nur vergessen, Hallo zu sagen. Oh Mann, ey. Ja, nicht schlimm. Alles gut. Trotzdem danke schön für den langen Lurk. Dann hoffe ich trotzdem, dass es dir gut geht. Das ändert ja nichts an. Oh, look at this. Wir haben unser Tier wiedergefunden. Oh, das ist so süß. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Ne? Das ist zuckersüß einfach nur. Was bist denn du?
Schatzkarte komplett. Was? Mami? Warum sind da gerade so wichtige Sachen? Oh nein, die kennen wir doch alle schon. Oh nö. Rechts von dir! Hinten! Wie, du weißt nicht? Du weißt nicht, wie es dir geht, oder? Okay, der macht Level 3 Schaden, das ist ja... Ja, ob süß ist doch, das ist mega süß, das... Oh, hallo, Entschuldigung, also das halte ich ja jetzt, also... Entschuldigen Sie, ich glaube, ich muss da mal ganz kurz, mal kurz so ein bisschen intervenieren. Warum sind hier so viele Frösche und warum ist das noch kein Tropengelände hier? Hallo, Entschuldigung. Hinter dir, pass auf! Ah! Aua, 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 hallo! Excuse me, stop! Nein! Nee, Weihnachten war noch nicht, hör mal. Jetzt reicht's aber hier. Halt, stopp! Ah! Entschuldigung. Werde ich ein bisschen mad, ne? Oh, ich habe sogar heute eine passende Dingenskirche, ne? Ich habe hier sogar eine passende... Ich wollte gerade sagen, passende Kette, Decke an. Eine passende Kette an. Nuggets. So, die sollen mal alle ein bisschen chillen, ne? Beeindruckend. Vorsicht, links! Wer kotzt denn hier schon wieder rum, ey? Mein Gott! Hinter dir, pass auf! Hallo, Ex! Oh, die kleinen Viecher, ne? Die regen mich so hart auf. Dino-Nuggets wären halt mal wieder richtig nice, tatsächlich. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Achtung, hinter dir! Alter. Möchte gerne ganz kurz hier einmal rauskommen. Dankeschön. Mein Gott, sind hier viele. Achso, ich hätte auch einfach rausgehen können. Lol. Bestienfetzen habe ich bekommen. So. Nu aber. Habe ich mal ein bisschen aufge... Ah, hallo. Oh Mann, diese kleinen Drecksviecher, ne? Ich raste aus. Oh ja. Also die sind wirklich nervig, ey. Das ist wirklich... Die sind wirklich nervig. Oh, Dino-Nuggets wären echt nice, ey. Ich liebe die veganen Dino-Nuggets von Iglo. Das ist so viel gut Essen für mich tatsächlich. Und dann dazu ein bisschen Salat und so. Und dann ist das ganz lecky. Hier.
So viel von dem, was wir sind, ist verloren gegangen. Nicht nur der ausgetrocknete Leviathan oder seine Artgenossen, sondern die gesamte Identität dieser Kreatur ist verlorenes Wissen. Was ist ein Jäger? Ein Geist aus dem Ödland, den man fürchten und vor dem man sich hüten muss? Oder vielleicht eine friedliche Bestie vor der Spaltung von Alben gezähmt und zum zum Verzehr gezüchtet? Entschuldigung. Die Antwort ist ein Sandkorn in der Wüste unserer Ignoranz. Unsere Geschichte bleibt vergraben unter Generationen toter Alben. Sollte es jemand anderem gelingen, sich über unsere bösartigen Dogma zu erheben und nach Antworten zu suchen, sollen diese Knochen als Warnung dienen. Wenn sich nichts ändert, werden wir vergessen bleiben. Das Konsulat. Alter, nicht zum Verkehr, Chat, sondern zum Verzehr. Mein Gott, ey. Also, es tut mir wirklich leid. Also, es ist schwierig. Es tut mir wirklich leid. Also, puh. Sorry. Du willst also kein Lieblingsgedicht auswählen. Wie untypisch unentschlossen für dich. Ja, ein Gedicht. Ein bewusstseinserweiterndes Poet. Eine bewusstseinserweiternde poetische Erfahrung, ersonnen, wie könnte es anders sein, von Quasir. Sieh dich um, oh Gott, schau stets hin und her. Führe deinen Metallfreund mit Bedacht, sonst lebt er bald nicht mehr. Rette seine Freunde, magst auch nervös du noch sein, schon bald tauchst du in eine neue Dimension ein. Schon ein Lieblingsgedicht aus meiner Heimat. Sagt er das jetzt auf, das Lieblingsgedicht? Wow, das sieht ja crazy aus. Ah, nee. Ich finde das hier aber cooler. Was ist denn das jetzt aus? Hoppala. Geil. Ha. Oh, Oh. Entschuldigung. Ja. Nun. Es tut mir leid, ich bin momentan ein bisschen anstrengend. Sorry. Tödliche Detonation. Ah, kann ich noch was anderes machen? Nee, ne. Okay, ich glaube das. Ah, ist das nicht ein bisschen kalt hier? Also, just asking, ne? So, ich habe den Eindruck, dass das vielleicht gar nicht mal so gut ist, wenn wir so nackig rumlaufen. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, ich habe nämlich heute noch darüber nachgedacht, ob ich jetzt für immer diese eine Rüstung behalten muss. Ja, aber scheinbar nicht, weil ich die ja schon relativ weit gelevelt hatte. Was war das Größte, das du je bekämpft hast? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht mehr? Warum fragst du? Ich habe so viele Sachen umgelegt. Ich weiß nicht, was das Größte war. Das hier ist kein Wettstreit. Mann, ich raste aus. Ich kann nicht. So, nochmal. Hallo. Jetzt aber. Ich kann das einfach nicht alles. Ah, schwierig.